Ja, hallo Riley, mein Traumkind. Sag mal, wo ist denn deine Schwester? Ich weiß es nicht. Okay, weil ich kann sie nicht erreichen und ich kann ihren Göttergarten auch nicht erreichen. Dann sind die bestimmt zu Hause kuscheln oder so. Ja, wieder so ein Schmuselzeug-Dings da. Naja. Ja, so ein Schmuselzeug. Ja. Ja, ich wollte mich nur mal melden und fragen, ob alles okay ist. Ja, alles gut. Ich war letztens, vor 2, 3 Tagen war ich mit ihr unterwegs, aber seitdem habe ich auch nichts gehört. Ja, ich jetzt auch nicht. Also ich hatte jetzt, die haben nicht mal eine SMS geschrieben, die habe ich nicht mal versucht anzurufen. Naja, gut. Ja, ich wollte nur mal so hören, ne, weil ich jetzt gerade hier, weißt du das, hast du das von der Sovereign mitbekommen? Was habe ich mitbekommen? Mit der Sovereign, mit meinem Motorrad. Nee. Pass auf, ich habe eine Sovereign gekauft, ne? Schönes, entspanntes Motorrad, hat so links und rechts Taschen, dass man auch entspannt durch die Gegend fahren kann, was zu essen mitnehmen kann, ne? So was man halt braucht. Ja. Naja, und dann bin ich da halt, zum Lackieren gefahren. Dann nimmt er den, dann macht er so den Klarlack, erst den schwarzen Lack erstmal runter und auf einmal ist die amerikanische Flagge drunter. Und die geht gar nicht weg. Und jetzt bist du patriotisch unterwegs? Ja, bestimmt nicht. Also, man kann es ja auch übertreiben, sieht einfach hässlich aus. Naja, dann habe ich mit dem Larry gesprochen, ne? Und der sagte, ja, kein Problem, er tauscht das mit mir um und so weiter. Er bestellt für mich den Demon und den Differenzbetrag kriege ich dann zurückbezahlt. Habe ich gedacht, ja, klingt super. Jetzt rufe ich den gerade bei Larrys an und dann sagt jemand, ne, Larry arbeitet gar nicht mehr hier. Ich kriege einen halben Herzinfarkt hier. Ich glaube, dem gehört PDM. Also vorübergehend. Vielleicht erreichst du den da. Ach, dem gehört PDM? Was ist denn mit dem Herrn Dixter? Ich glaube, der hat abgegeben, was ich mitbekommen habe. Wollte das nicht an diesem Herrn Elmo oder abgeben? PDM? Weiß ich nicht. Es stand auf jeden Fall, dass es neue Besitzer hat im Live-Invader. Ja, da muss ich mir gleich nochmal durchlesen. Muss ich mal PDM anrufen sonst. Weil, die haben mir gerade gesagt, der Larry ist halt nicht mehr bei Larrys. Ja, was den Namen jetzt auch ziemlich blöd macht. Aber egal. Und was auch ziemlich blöd ist, ja. Ja. Und zumindest hat haben die jetzt gerade gesagt, sie wissen von nix. Und dann hat er keine Übergabe gemacht, haben die gemeint, nö, sie wissen von nix. Und ich so, ja, dann gucken Sie mal bitte in die Unterlagen und melden Sie sich gleich nochmal bei mir, weil ich bin hier, ich habe hier Blutdruck. Ja. Reini, ich habe hier Blutdruck. Ich dachte Ihnen das waren 52.000 Dollar. Nein, ich weiß, das ist alles okay. Du kriegst deine Demon. Du kriegst das Geld wieder, die Regeln, das schon, der wird ja nicht vom Erdboden verschwunden sein. Naja, das hoffe ich. Nicht, dass er mit dem Geld über den Berg abgehauen ist, weil ich das jetzt beanstanden alles wollte. Gut. Bestimmt nicht. Bist du sicher? Okay, ja. Ja, ich bin mir sehr sicher. Ich hätte dich letztens schon versucht anzurufen, weil deine Schwester sagte, du warst bei einer Schießerei oder so, Ja, weil irgendwelche Volltrottel gemeint haben, sie müssen mich vom Motorrad runterschießen. Runterschießen? Wollten dein Motorrad haben oder was? Ich weiß es nicht. Ich fahre so am BMD vorbei und auf einmal schießen die auf mich. Du meine Güte, ist aber nichts passiert, oder? Schlimmes. Ja, Streifschuss. Oh, Gott sei Dank, Kindchen. War nicht so schlimm. Ich habe mich ja ein bisschen Sorgen gemacht, als Sam mir das erzählt hat, ne? Alles gut, ich bin wieder heile. Ja, das ist die Hauptsache. Also aus seinem Kopf, da bin ich schon immer ein bisschen crazy. Ach Quatsch, jetzt erzähl doch sowas nicht, Kindchen. Das ist ganz normal. Man hat solche Phasen. Ja, alles gut. Ja, hast du eigentlich wegen dem Horoskop noch mit dem Ball gesprochen? Nee, aber ich habe auch vergessen, es fertig zu schreiben. Ach so, ja, ist nicht schlimm, ich frag nur einfach. Ich hab's komplett vergessen. Ja, ich muss jetzt mal Bane, der das eigentlich mit mir gemacht hätte, hat mir vor ungefähr einer Woche eine SMS geschrieben, dass er einfach weg ist. Ah ja! Dass er seine Sachen gepackt hat und weg ist. Und, ah ja! Also ich habe die Woche davor, bevor er mir die Nachricht geschrieben hat, schon immer mal wieder angerufen und gefragt, was los ist. Und er ging, also wollte fragen, ob was los ist, und er ging halt einfach nie ran. Ja. Jetzt wäre ich fast im Pool gefallen. Oh Gott, und, pass auf! Und dann bin ich immer wieder im Observatorium gewesen und dann war der da nicht da und mich hat da keiner reingelassen und ich wusste nicht, was los ist. Und dann hat er mir eine sehr lange SMS geschrieben, dass es ihm ganz sehr leid tut. Dass er jetzt weg ist. Ja, toll. Ach du Arme, das tut mir mal leid für dich, Riley. Alles gut. Ich war ziemlich sauer auf den, weil er sich so lange nicht gemeldet hat. Ja, glaube ich. Ich hatte eigentlich ein Hotelzimmer mit dem. Ja. An seinem Geburtstag haben wir uns einen Film angeguckt. Und dann habe ich ihn nicht mehr wieder gesehen.
Also ich muss sagen, ich hab mit Sam und Eli ein bisschen gesprochen, weil die halt immer ganz viel gearbeitet haben. Also viel gearbeitet haben. Also so. Aber nicht im Sinne von. Was machen denn die Cops? Ich höre nur Helikopter. Ja, das ist normal in der Stadt, da bin ich schon dran gewöhnt. Ich wohne in der Nähe von den Cops. Ich bin ja nördlich von den Cops gezogen, da in dieses Wohngebäude. Ja, aber die sind noch jetzt in Vinewood. Ach so, die sind umgezogen? Ja. Achso, hab ich noch gar nicht mitbekommen. Ja, ich hab vielleicht mich ein bisschen betrunken beim Öffnung der Craftbar. Das ist doch schön, so soll es sein. Ja, also weil wir hatten irgendwie, da hatten wir immer, wenn eine bestimmte Automarke vorbeifährt, trinken wir ein Bier. Ah, davon habe ich schon gehört. Ja, und ich hatte kein Bier mehr, also habe ich dann den Whisky genommen. Uiuiui. Ja, und da hatte ich irgendwie eine Flasche Whisky und ein paar Bierchen, ne? Ja, und dann irgendwie, weiß ich nicht, weißt du noch, dass ich bei JFK ins Auto gekotzt habe und bei John auf die Schuhe, aber mehr weiß ich gar nicht mehr. Ja, aber das spricht ja eigentlich für einen guten Abend. Ja, also ich hatte gut, die Tage hinterher waren halt ziemlich, naja, wie soll ich sagen, ziemlich anstrengend, ne? Tage hinterher? Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt, glaube ich, 3 Tage gebraucht, bis ich einigermaßen wieder auf dem Dampfer bin. Uiuiui. Ja, es kommt mit dem Alter, Riley, ich sag dir das. Möchtest du von einem Kaktus abbeißen? Nee, das sticht doch. Nee, der hat keine Stacheln. Der hat eine Blüte obendrauf. Nee, ich habe gerade keinen Hunger auf Kaktus, aber danke. Also wie schmeckt du eigentlich Hunger Kaktus? Auf Kaktus hast, ich hol dir einen. Wie schmeckt Kaktus? Bitter. Achso, ich dachte wie Hähnchen. Schade. Nee, der schmeckt so ein bisschen bitter. Kann sein, dass man kotzen muss, aber. Achso, nee, bitter. Danach ist es ziemlich lustig. Ja, bei bitter bin ich nicht schon dabei. Schade. Naja, zumindest was ich sagen wollte. Ja, Sam und Eli, die arbeiten halt total viel, ne? Ja. Und dann habe ich denen gesagt, die sollen, also das muss irgendwie, weil die, pass auf, wir stehen immer mit ganz vielen Leuten zusammen, ne? Ja. Und dann gehen die beiden an die Seite, nehmen ihr Handy und sind die ganze Zeit am Arbeiten und arbeiten und arbeiten. Und kriegen dann gar nichts mehr mit von den tollen Sachen. Ja gut, das ich habe Angst, dass die ausbrennen, weißt du? Vielleicht sind die deswegen heute zu Hause. Ja, das kann gut sein. Ich meine, die machen immer so viel mit diesen ganzen Werbebannern, wo wir eigentlich nichts dran verdienen, weil das ja alles so frei Dings da ist, weißt du, so auf Vertrauensbasis. Aber glaubt doch mal nicht, dass die Leute so viel zahlen, also wenn überhaupt. Aber ich glaube, die haben sich da einfach mit vollkommen übernommen. Klar, die schreiben auch Artikel, das ist ja in Ordnung und so, ne, aber ich kann halt nichts machen an unserer Webseite, weil ich habe ja keinen, ich kann das ja überhaupt nicht umgehen mit diesem ganzen Grafikkram, weißt du? Ja. Das ist ein bisschen blöd. Weiß, was du meinst. Naja, aber ich schlag mich halt so durch, ne, jetzt muss ich mir erstmal um das Motorrad kümmern und dann gucken wir mal weiter. Ja, telefonier mal rum. Der wird ja nicht weg sein. Vielleicht erreichst du den Larry auch direkt. Ja. Also wenn ich heute Abend, sonst bist du noch länger da oder eher nicht? Ich denke schon, ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ja, sonst rufe ich noch mal an, dann komme ich noch mal vorbei. Ja, ruf einfach an. Alles klar, machen wir so, Riley. Okay? Ja. Alles klar. Mach's gut, bis dann. Bis später, pass auf dich auf. Ja, du auch auf dich, ne? Tschö. Hallo. Schönen guten Tag. Guten Tag, Harper. Guten Tag, ja. Ich hätte mit dir, genau. Hab schon gehört? Ja. Wenn Sie mich zum ATM begleiten, ich wollte jetzt nicht so viel Bargeld mit mir rumschicken. Ja, natürlich. Kein Problem. Dann also, wollen Sie sich das mal angucken? Da weiß ja eigentlich auch schon Bescheid, der Chef, aber... Ja, genau. Er hat schon gesagt, wir nehmen Sie zurück. Ja, okay. Bringt ja nichts, wenn Sie nicht zufrieden sind. Wann sind diese Preise angehoben worden für die Motorräder? Vorgestern. Ah, ja. Ja, schade, weil er mir nämlich sagte, er wollte mein Motorrad noch bestellen. Das hat er Samstag nämlich doch gesagt. Hätte ich nämlich nur einen alten Kurs gekriegt. Ja, es war so viel letzte Zeit. Ja, ist momentan gerade ein großer Ansturm bei Ihnen, ne? Ja, und er hat jetzt nur, er hilft jetzt nur beim PDM unten aus, weil bei dem Autohandel. Ach so, weißt du, da gab es auch Ärger. Ja, wie hieß er denn? Hansen? Nee. Der ist, glaube ich, verhindert im Moment drum. Ach so. Ja, das ist natürlich auch schlecht, ja. So, dann gebe ich Ihnen das Geld. Bitteschön. Dankeschön, dann gebe ich Ihnen schon mal den Fahrzeugbrief. Ja. Dann können Sie da nämlich mal, dass ich auch... Ne? Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe den jetzt auch mal umgenannt. Der heißt einfach Bike 1234, ne? Ist okay. So, einmal bitteschön den Fahrzeugbrief. Jawohl, danke. Und dann kriegen Sie die... Schlüssel hier noch. Einmal richtig. Hier. Nummer 1. Dankeschön.
Und Nummer 2. Perfekt. Bitteschön. Also auch ganz ehrlich, also ich meine, die Sauron kostet ja jetzt neu, keine Ahnung, irgendwie, weiß jetzt nicht, wo nicht bestimmt auch. 84? Toll. Ja, okay, das ist auch nochmal eine Hausnummer. Ich meine, wenn sie die jetzt wieder für, was ich sage jetzt mal, für 60 oder 65 wieder reinstellen, haben sie trotzdem noch wieder Gewinn an der gemacht. Mhm. Ja. Sag ich jetzt mal. Aber ich danke Ihnen vielmals. Wollen Sie nicht einzahlen? Das ist ziemlich viel Bargeld. Doch, das mache ich jetzt. Ja, ich wollte Sie da nicht so wegdrücken vom Wissen. Kein also, Problem. So. Kommen Sie weg? Ja, ich habe hier um die Ecke in der Garage. Also wenn ich da hinfahren könnte, da habe ich einen Rumpo noch eingeparkt. Dann könnte ich den kein da, Problem. Könnte ich den da gleich wieder rausholen. Das wäre nett. Kein Problem, das kriegen wir hin. Ja, super. Ja, also wie gesagt, also wenn man den Bad schwarz macht und so, dann geht das alle. Bloß man darf halt keine Farbe auswählen, ne? Das ist natürlich eine brutale Katastrophe. Ja, das kann man ja auch nicht ahnen, wenn der Katalog schwarz ist. Nee, tatsächlich. Das gleiche hatten wir auch. Wir hatten eine Newswagen gekauft, wegen Fishwrap und so, ne? News-Zeitung, die wir ja machen. Da stand beim Verkäufer nur ganz groß News dran. Wir kaufen den, auf einmal steht da und bei News, wenn man genau hinguckt, steht an der Seite noch ein Weasel drauf. Okay. Also haben wir die jetzt verchromt. Und jetzt kann man das Weasel nicht mehr lesen, aber die News noch. Und wir fallen auf, wir haben einen verchromten Wagen, ne? Wer fährt schon mit einem verchromten Rumpo durch die Gegend? Sie. Ja, genau. Aber nur wir. Schatz, kannst du den Herrn zur Garage bringen? Oder in die Stadt, je nachdem? So, kann ich machen. Wir brauchen nur zur Garage hier westlich. Das wäre sehr nett. Also das ist ja gar nicht so weit. Da bist du im Suburban. Ja, genau. Das ist ja ein kurzer Weg. Das wäre nur nett, wenn Sie mich da irgendwie kurz hinbringen könnten, weil ich da noch ein Auto eingeparkt habe. Ja, das kann ich machen. Super. Okay. Ja, Junge, dann vielen Dank. Schönen Abend noch. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Danke, wiedersehen. Wiedersehen, tschüss. Das ist Musik. Ja. Okay. Schönen guten Abend, hallo. Mahlzeit. Ach, guck mal. Guck mal, wer da ist. Hallo, Grüße. Mir geht's gut. Wir hatten uns Sorgen gemacht. Ja, ich vertrag das nicht mehr so mit dem Trinken im Alter. Musst du erstmal ein bisschen schlafen? Ja, das hat ein paar Tage gedauert. Also es zog sich ja noch so bis gestern, muss ich sagen. Ne? Magst du einen Kaffee oder sowas? Ja, ein Kaffee nehme ich wohl. Okay. Kaffee nimmst und du wohl? Und was die Dame bestellt, das bezahle ich auch, was die neben mir steht. Was möchtest du denn? Whisky. Whisky, Kaffee? Wolltest du sonst irgendwie was dabei haben? Teilchen oder sowas? Abend. Ne? Gut. Dann holen wir erst. Was zu knabbern nehmen wir, oder? Oder was? Riley, was zu knabbern, oder? Ja, klar. Ja, was zu knabbern. Also zahlen was zu knabbern, ein Whisky und ein Kaffee. Jawohl. Okay. So, wo wollen wir denn hin? Ja, kannst du mich gerade um die Beine kümmern? Ja, dann gehen wir da mal hin. Guten Abend. Abend. Was kann man euch bringen? Hallo, schönen guten Abend zusammen. Grüße. Nee, die kenne ich doch. Ja. Ja, ich kenne sie auch. Name fällt mir gerade nicht ein. Doch, sie sind der Motorradspezialist, von dem Eli sprach. Genau. Richtig. Genau, die beste Hälfte von Riley oder da, so. Darf ich du sagen? Ja, klar, ich bin der John. Perfekt. Ich bin H. H, ja. Das ist schön, Freunde von Riley sind auch meine Freunde. Das ist gut. Weil ich hoffe, dass ihr nicht den gleichen Freundschaftsdings pflegt wie ich und er so, aber sonst alles cool. Wie meinst du das jetzt? Erklär mal, das verstehe ich jetzt gerade. Nein, ich möchte es nicht erklären. Nee, jetzt hast du mir aber da schon, jetzt hast du mich aber... könnt ihr die netten Cops da drüben fragen? Wen? Die Cops. Riley, du hast keine Scheiße gebaut, oder? Ja, das sind einige, ich bin paranoid. Nein, so. Ich schmeiß das mal alles dir rüber, ja? Ja, gib mir das mal, ich gebe das dann weiter. So, hier hast du erstmal den Whisky. Ja, gut, nicht für mich, den kann ich erstmal nicht mehr sehen. Das ist ein bisschen übertrieben, ne? Na, aber rein. Oh, naja, ich habe 4 Bierchen und eine Flasche Whisky getrunken. Kaffee? So. Ja, danke. Vorsicht, der ist heiß. Ja. So. Gut, das wiegt. Dann wären wir einmal bei $230, bitte. Ja, dann mach mal eine Runde mal auf 300. Okay, ich danke dir. Ja, mach aber mit Karte, bitte. Ich habe nicht immer so viel Bargeld dabei. Natürlich, ist doch schon dabei. So, einmal durchziehen, bitte. Ja, so. Oh, Alter. Perfekt. Ja, okay. Was ist danke denn die Überraschung? Ach nee, Grüße. Ihr alte Sache. Grüße auch jeden. Ja, was heißt, ich meine, ja gut, ja, mir geht's gut und selber. Ja, meine Schuhe sind wieder sauber. Ja, achso, hast du wieder sauber gekriegt? Ja, tut mir leid. Ja, ich hab vielleicht auf deine Schuhe gekotzt. Vielleicht, also vielleicht. Hast du da drauf gekotzt? Oh, holy shit. Der hat da richtig drauf gereiert. Ja, hat er mir zumindest gesagt. Wie in den jungen Jahren, John, Mann. Ja. Aha. Der ist jung geblieben.
Ja, sicher. Ach, nur der Körper ist alt, aber im Kopf bin ich hier ganz bei den jungen Leuten, hier bei diesen ganzen also bei den kranken Leuten da halt. Influencer. Ja, genau. Influencer-Grippe, wer kennt sie nicht? Ja, die sind alle, ich bin da voll on Trend und so. Ich weiß genau, was abgeht, was hip ist, wie man auch schon sagt. Ja, das sowieso. Bin da voll im Zeichen der trendigsten Trends, der Trendige. Mit deinem Tourismus da. Sag mal. Wie fährt das sich eigentlich? Über den Tisch ziehen oder was? Nö, ich wollte sagen, das ist schön. Ja, woran sagen? Achso, Ryan, du kennst mein neues Auto noch gar nicht, ne? Du hast ja schon wieder ein neues Auto gekauft. Ja, ich habe meine Golfausrüstung verkauft in Arizona. Guck mal hier, Ryan. Hast du einen Club? Danke, brauche ich. Ja, ich habe einen Club. Ich habe den, ich habe den Turismo Classic. Und ich habe den Rumpo. Und die Ellie. Wie fährt der Turismo Classic sich jetzt eigentlich? Hast du ein Auto nach deiner Frau benannt? Nee, wieso? Ich dachte mal, deine Frau hat Ellie gehabt. Die hieß Martha. Das habe ich dir 10-mal erzählt, Ryan. Ich check mal lieber noch ein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hab dir das. Wir haben uns eine Stunde auf Hochzeit unterhalten über meine Frau. Ich war so besoffen. Das kenne ich. Ja. Und vielleicht war ich nicht nur besoffen. Moment. Das wäre ich jetzt auch gern. Vielleicht auch noch müde, ne? Genau, müde war ich. Ich hab Riley in der Bar kennengelernt, weißt du, wie zu die war, John? Nee, wie zu? War die zugeknöpft oder was? War sie Craftbar zu? Ich weiß nicht, wie Craftbar zu ist, aber die war schon ein bisschen zu. Aber ich auch, Alibi. Du hast mir deine Lebensgeschichte erzählt in dieser du Nacht. Du auch. Nein. Hey, du hast mir noch nie deine Lebensgeschichte erzählt. Ich hab keine Lebensgeschichte. Ach so, da kannst du auch nichts erzählen. Ich wurde in eine reiche Familie adoptiert. Voll cool. Ach du, Sam hat mir da viel mehr erzählt von sich. Ich bin aufgewachsen in L.A. Hoover. Voll cool. Du sag mal, Ryan. New Mexico. Ich hab du bist Mexikaner? Nein, New Mexico, nicht Mexiko. Ach so. Ist ja, ist ja alles. Das haben wir wieder aus dem Club geworfen. Ja, direkt. Ja. Keine Sorinius. Nee. Ich bin bei Mexikanern immer vorsichtig. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht in meiner Vergangenheit. Ja, aber es sind ja nicht alle gleich. Es sind ja manche so, manche so. Es gibt ja auch wahrscheinlich irgendwo nette, vielleicht mal Polizisten irgendwo, vielleicht eventuell bei Gelegenheit. Ja, ein paar schon. Einen gibt es auf jeden Fall. Einer ist korrekt. Ah ja. Ja. Wilson. Polizisten? Das gerade. Ja, aber den Chef, mit dem habe ich sonst immer mal auch so zwischendurch. 18, so. Mit dem habe ich mich mit dir unterhalten. Ja, das ist ein netter. Ja, ich kenne ja keinen so, von so denen. Dings, ne, so was wolltest du jetzt gerade sagen, das? Okay. Ich geh schlafen. Achso, grüß mal Miles, wie geht's dem eigentlich? Ich hab dir nicht dem geht's gut, der ist jetzt Taxifahrer. Der sieht ich bin mal drei Tage K.O. vom Dings da, ne? Weil ich nur mal so ein bisschen getrunken hab. Und ein bisschen? Hector arbeitet jetzt bei Benny's. Miles bitte, was? Ist jetzt Taxifahrer. Ja, Hector arbeitet bei Benny's? Den habe ich gerade angeschaut. Ich kann mich dafür nicht stören, weil er bei Benny's jetzt gerade arbeitet. Warte, ich fahr zu Benny's. Ab geht's, Lea. Unglaublich. Berichte. Ja, ansonsten geht's ihm gut. Das freut mich. Grüß dir mal ganz schön. Das ist ein ganz schöner Typ, ist das. Ja, mach ich. Ne? Erstmal den Kaffee jetzt hier schlürfen. Ciao, John. Tschö. Ach ja, John heißt ja auch John mit Vornamen. Das ist immer nicht so einfach. Du aber auch, tschüss. Ja, gut. Deswegen. Was bist du denn okay. Gerade eben? Ich meinte immer dich und nicht ihn. Einmal kurz zu Benny fahren und dann fahre ich nach Hause schlafen. Okay. Naja, ich kann dir gleich Hector arbeitet zeigen, was ich jetzt habe. Deswegen muss ich aber gucken gehen. Wir dann. Alter Mann, Eli hat mich mal nach dem Motorrad für dich gefragt. Hast du das gekauft? Was? Oh, das ist die Story des Tages. Haltet euch fest. Okay. Greift euch was zu trinken. Setzt euch ans Feuer, Kinder. Opa erzählt eine Geschichte vom Krieg. Also, pass auf. Okay. Was, Krieg? Was hast du abgerissen? Nix. Nein, alles gut. Alles gut. Abrissparty oder so schon wieder, egal. Pass auf, also. Ich gerade, ne, ich hatte mir ja diese Sauron gekauft. Ne? Ich weiß nicht, ob Ida das erzählt hat mit der katastrophalen Grundlackierung. Ich wollte auch vorhin schon kein Kakao, aber... Hat er dir das erzählt, Age? Grundlackierung, America-Ding. Genau. Ja, das habe ich mitbekommen. Okay, pass auf. Was sind denn das laut hier? Was macht ihr denn? Was machst du denn da unten? Okay, also die Grundlackierung da, ne? Pass auf. Ja. Ist ja eine amerikanische Flagge. Ich wollte den Sauron eigentlich in grün haben. So, dann hat Miles ein bisschen. Grün? In grün. Okay. Warum in grün? Oh, okay, ja gut, alles klar. Dann hat Miles ein bisschen rumgespielt, hat hingekriegt,
die nur grün zu kriegen, wenn man die matt schwarz macht und dann hat einen grünen Perleffekt drauf. Verstehe. Sieht aber dann natürlich irgendwie auch schwarz aus, ne? Ja, weil es schwarz ja denn ist. Ja, genau. Right. Naja, dann habe ich mit dem hier von Larry's gesprochen, der gar nicht Larry hieß, obwohl mir schon einige Leute sagten, der heißt Larry's. Connor, naja. Wahrscheinlich. Ja, Connor, genau. Und einige haben mir gesagt, der heißt Larry. Und deswegen habe ich gerade angerufen, sagte, ich mit Larry gesprochen, haben die mir gesagt, nee, Larry arbeitet nicht mehr hier. Ich krieg schon einen halben Herzinfarkt, Panikattacken und so weiter und so fort. Naja, egal. Okay, Hochdruck und so, man kennt's, ne? Ja, genau. Ja, nehme ich zwei Tabletten, aber egal. Der habe ich mit dem Connor gesprochen. So. Mhm. Und das habe ich aber schon auch beim hier beim Dingstar letztes Mal hier bei dem großen Treffen da unten am halt, wo wir alle mit den Autos und so von Bennys da mit diesen Wettfahrzeiten Dingstar. Ihr wisst, was ich meine. Drift Event? Ja, genau, danke. Von der Crew da? Okay. Ja, genau. Da war ja das Drift Event, nee, das war ja von Bennys und von Ach, dieses dicke Event da. Okay, ja, ich weiß nicht. Ja, genau, das dicke Event da unten. Da habe ich mit dem schon gesprochen und habe dem das gesagt. Da meinte er: Ja, kein Problem, was ich denn dafür haben möchte. Und dann habe ich mit Eli gesprochen und er sagte, ja, hier, Riley, der hat einen tollen Freund quasi, der sich mit Motorrädern so gut auskennt. Und das, dann hat mir aber, und dann hat mir Eli dann gesagt, du hättest gesagt, so eine Demon würde ja auch eventuell. Ja, genau, ich habe gemeint, da kann man relativ viel dran machen, weil ich habe selber ein paar mehrere Demons. Okay. Ja. So, dann habe ich den gerade angerufen, ne, weil ich wusste ja, was die Demon kostet. So, und ich habe ja 52 für die Sovereign bezahlt. Also ich wusste, Demon ist drunter. Deutlich. Dann sagte der gerade zu mir, nee, die kosten jetzt 28, die Demon. Ich so, warum kostet die 28? Und er nur so, naja, die Preise wurden angehoben. Und während wir telefoniert haben, bin ich mal an den West Highway gefahren und habe mich auch mit den Herren da durch die Katalog geblättert. Ja, ne? Ich wusste. So, und dann habe ich gesehen, die kostet wirklich 28. Aber es gibt ein zweites Modell, die kostet 25. Da ist aber nicht aufgekommen. Du hast nicht die gekauft. Nein, ich habe keine von beiden gekauft. Weil das zweite Modell, das steht nämlich auf dem Sattel Lost MC. Das ist ein Lost MC, spezielles Modell. Oh. Also da wärst du genauso angegangen wie mit der Sovereign wahrscheinlich. Lost hättest du hast du die gekauft? Nein, ich habe gar nichts gekauft. Ich habe jetzt gerade zu mir gesprochen und habe gesagt, ich nehme das Geld erstmal zurück, weil ich erstmal jetzt genug vom Motorrädern habe. Ich weiß gerade nicht so, was ich kaufen soll. Bin so ein bisschen... Ja. Riley hätte da so einen Motorradwunsch. Aber guck mal, Opa, ich habe eine Idee für dich. Ja. Ich habe ja gefühlt 80 Demons, ich habe 3 Demons besitze ich. Okay. Du könntest dir eine davon mal ausleihen und mal gucken, was du daran machen kannst. Oh, das klingt gut. Oh, das klingt wirklich gut. Also die für 28, meinst du? Ich schätze schon, ja. Also die nicht die silbernen, also es gibt ja eine mit so silbernen Lenkern und eine mit so schwarzen. Also die hat... Die Mann ist schwarz, glaube ich. Metallic schwarz eigentlich, standardmäßig. Ja, genau. Es gibt eine andere, die hat so Metallic Chrom standardmäßig. Nee, das ist nicht die. Achso, weil die heißt nämlich die Demon 2 und... Ja, das, genau, das ist Lost die Lost. Ah ja, okay, gut. Dann lassen wir da die Finger auf dem Sattel auch Lost sind sie drauf. Das muss ja nicht sein. Oh, warte mal. Ja, Harper, schönen guten Abend, Frau Foster. Frau Foster, ja. Ja, mir geht's ganz gut. Ich sitze gerade neben deiner Schwester. Die macht sich lustig, dass ich deinen Nachnamen wieder mal extra falsch ausgesprochen habe. Hast du richtig ausgesprochen? Wo seid ihr denn? Ja, wir sind in der Kraftbar. Komm doch mal rum. Da ist ja auch der Age. Und wie heißen die eigentlich, der andere Herr da? Nathan. Der Nathan ist auch hier. Ah, okay. Ja, cool. Ja, Riley kippt sich schon wieder eine Dreminde. Sag mal, ja, ich trinke das erste Mal seit Wochen. Fickt euch alle. Ja. Komm gerne ich vorbei. Ich muss nur gucken, wie ich hinkomme, aber ich kann nicht selber fahren. Wo bist du denn? Ich bin zu Hause. Soll ich dich abholen? Hast du gerade gesagt? Ich habe nur einen Kaffee getrunken. Ich hole dich gleich ab. Ich bin auf dem Weg, ja? Verlauf dich nicht. Bis gleich. Bis gleich. Tschö. Hä, wieso ist Sam an der Wohnung und kann ich wegfahren? Verstehe ich nicht. Naja, ich hole mal eben Sam, ja? Ja, hol mal Sam, Verräter. Was heißt Verräter? Ach, die hat meinen Nachnamen abgegeben und heißt jetzt Foster, deswegen ist sie eigentlich Verräter. Ach so, ich dachte, weil ich dich gesagt habe, dass du trinkst. Naja gut, bleib bis später. Dafür ja. Der sitzt ja nur da hinten irgendwo. Mach nicht zu, ich bin gleich wieder da. Nein, mach nicht zu. Ich hol eben Sam ab. Hat